Okay, ich setze nochmal alles zurück. Das muss auf jeden Fall vor dem da ausgelöst worden sein. Damit hier überhaupt irgendwas explodiert. Die Frage ist nur, wie. Vielleicht baute der einfach nur einen Unfall. Macht er dann was kaputt? Woraufhin das da riss. Der da hineinfuhr und das hat dann so. Zack. So, zack. Ich hoffe, hier haben wir so ein Gitter rum. Und der stapelt dann danach. Alle Beteiligten in der Unfallsequenz unterbringen. In diesem Ding da von mir hing ganz plötzlich an und ich wollte ihn nicht ausweichen, aber ich war schnell genug. Mit dem Ding da vor mir. Alter, das ist überhaupt nicht leicht. Mit dem Ding da vor mir. Das heißt, der muss auf jeden Fall davor rein. Und wenn der begonnen hat? Nee, das würde nicht passen. Oh Gott, verdammt. Es gibt auch keinen Hinweis, gar nichts. Vielleicht gab es da eine Explosion dadurch aus. Ich weiß ja nicht, was da drinnen passiert wird. Wobei, das ist erst kurz nach dem Ding Feuer gefangen. Weiß jetzt gar nicht, war das so. So, dann wiegt er aus. Und setze hier das Ganze in Gange. Eins, zwei. Sechs, sieben, acht, neun. Nee, jetzt habe ich da schon wieder verklickt. Da weg damit. Woraufhin der dann explodierte. Und der von dann wieder hinein. Und dann stoppt er. Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details. Es gab alle gesunde, mein Pferd bockte auf und schleim mich gegen die Schränke da. Ich komme einfach nicht zurecht. Irgendwas muss das Ganze ausgelöst haben, aber hier. Ich sehe es nirgendwo. Also vielleicht mit dem, der angefangen hat. Der dann dahin fiel, das Ganze dann umfiel. Dann hier der da, wo das dann wie ein Ausweichen war. Was das auslöste. Was wiederum das hier auslöste. Der dann nichts sah. Der dann nichts sah. Das ist ein Typ, der um den halt mitnahm. Nein, so lief das nicht ab.
Okay, Leute, ich geb's auf. Ich könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang herumprobieren. Aber ich komme nicht dahinter. Okay, warte mal, ich resette nochmal alles. Also, was ist so eine Rumsituation? Irgendwas muss dazu gebracht haben, dass diese Kutsche als erstes hier hineinkommt, damit das explodiert, damit der da hier das verursacht. Aber dazu müsste erstmal das in Gang gesetzt werden, damit das hier passiert. Und was passiert nur durch dem da? Also das ist einfach so ein Kreis-Ding, aber irgendjemand muss den Kreis zum Auslösen gebracht haben. Denn ich komme einfach nicht dahinter, wer. Wirklich überspringen? Ja, damit das Let's Play weitergeht. Fertig. Oh. Die Vollbremsung der Wartungskutsche löste das Desaster aus. Aber die Laterne fiel erst am Ende um. Warum hielt die Kutsche also an? Das war also die Rätselslösung. Verdammt, ich war zu dumm. Das Rad ist metallbeschlagen. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Tätowierung. Hm. Eine Tätowierung. Vermutlich von einer Bande. Okay. Handfläche. Dieser Mann starb an einem Stromschlag, wie man an den Spuren auf seiner Hand sieht. Schmutzige Stiefel. Ein Revolver? Er war mit einem Revolver bewaffnet. Wobbly, denke ich. Aber das ergibt ja keinen Sinn. Warum sollte der plötzlich anhalten? Wir haben doch einen Elektrostoß, aber es kann nicht von dem hier sein, oder? Obwohl die auch metallbeschlagen sind. Weil ich das vorher einfach nicht geschnallt habe. Sorry. Moment mal, hier war was. Der Hydrant wurde aufgedreht. Auf dem Weg? Warum? Verdammt, ich kann gerade nichts anfangen. Kann ich jetzt mit dem Inspektor reden? Warte mal, ich gehe wieder mal in die First-Person-Ansicht. Mr. Holmes? Ja, okay, mit dem kann man nicht reden. Vielleicht mit Dr. Watson? Was halten Sie von diesem Unfall, Holmes? Momentan nicht viel. Der kann auch was nicht. Für... Was für ein Desaster, ja, ja. Aber ansonsten können wir ja nichts machen, wir können auch... Oh doch, wir können hineinsteigen. Auch hier wieder. Runterdetervierung. Auch wieder durch Elektroschock. Lakritze. Schmutziger Stiefel. Was haben wir hier? Tätowierung. Roscoe, den kenne ich. Ein Kleinkrimineller hier aus der Gegend. Naja, war er zumindest. Was haben wir hier drinnen? Ein Lösungsmittel. Und ein Tuch. Ein Stück Stoff voller Lösungsmittel. Aber warum? Ein Stück Stoff voller Lösungsmittel. Warum sollten die Lösungsmittel herumtragen? Kann man sonst hier noch irgendwas machen? Matsch. Riecht streng. Was haben wir hier? Ein Presslufthammer? Ein Presslufthammer. Aber für was ein Lösungsmittel? Das ergibt alles gar keinen Sinn. Warum machen wir einen Presslufthammer? Die Kutsche ist frisch lackiert. Ah. Was haben wir hier da hinten? Unter der Farbe hier steht etwas geschrieben. Das könnte wichtig sein. Ich muss diese frische Farbe bekommen. Ja, die machen wir. Mit Lösungsmitteln.
So, das nehmen wir mit. Und dann putzen wir mal das Ganze. Wird schon irgendwie hinhauen. So, dann machen wir hier wieder mal Hochglanz. Schön da entlang. Company of London. Electric Railways, was? Underground. Haben die den Wagen etwa gestohlen? So, hier noch ein bisschen. So. Underground Electric Railways Company of London. Ja, warum soll ich nicht sowas stillen wollen? Ja, ist komisch. Mr. Holmes? Oh, mein armes Bein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen bitten? Stell ihn immer unter Schock. Die haben also einen Wagen. Etwas in der Pfütze. Ein Kabel. Unter diesem Kanaldeckel hier sind Stromkabel angebracht. Und die führen hier zum Haus. Okay. Haben die etwa eine Falle ausgelöst? Hier hinein. Ach du Heiliger. Ein Doppeltrich kann so eingesetzt werden. Diese einzelne Triche. Okay. Das wäre eigentlich 1 und 3. Okay, warte mal, das ist der falsche Titel hier einfach. So, den machen wir weg. 2 und 4, das ist immer der hintere. 3 und 2, vielleicht geht's ja mit ihm. Wir kommen vorbei, dann brauchen wir ja 2 und 2. Hier 1, 2, 4. Mach irgendwas 4, 2, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 3, 4. 3, 2, mit dem müsste es eigentlich doch auch gehen. Jawohl. Na, guck mal, was sich dahinter befindet. Ach du Heiliger. Ein leerer Raum, was haben wir hier? So einen Apparat habe ich noch nie gesehen. Die korrekte Stellung müssen wir rausfinden. Und den jetzt runter, oder was? Eine Spule. Dann die aufladen. So, wir müssen gucken, dass beide grün sind. Ach, weiliger. Dann ist die aus. Sind auch beide aus.
grün. Wenn wir das machen, ist die grün. Aber was ist denn das für ein Ding? Ah, jetzt sind beide. Der Stromschlag, der die Kutsche in Mitleidenschaft zog, wurde hier ausgelöst. Ach du Heiliger. Dann hat der wahrscheinlich auch den Hydranten hier aufgeschlossen. Dann war es gar nicht meine Laterne. Del Miro, Gesetze sind nur Schall und Rauch. Frauen dürfen nun in der Öffentlichkeit rauchen. So wurde vor Gericht entschieden. Heute urteilt Magistrat Adzok. Cox. Es ist keine Strafe mehr, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit raucht. Zumindest nicht in London. Dahin sprach er Mayra Tusen, Anna Grossman und Alisa Watkin frei, die vor kurzem wegen Rauchen und Tatanisches verhaftet worden waren. Aber warum sollte sie ihm. Was noch im Notizblock? Kann ich den auch anschauen? Nein. Was haben wir hier? Ein Glas, in dem sich Weinreste befinden. Und dabei eine Flasche billiger Wein. Außer das hier zu suchen, sonst gibt's hier nichts, oder? Ja, wieder Wein, Wein, Wein. Schöne Gemälde. Aber ansonsten nichts. Immer noch die Frage, wer war er? Darf ich? Steht unter Schock. Kann ich jetzt wieder was sagen? Dass die Person unschuldig ist? Mr. Holmes. Nein. Was muss ich jetzt machen? Falsch. Stromschlag. Okay, mehr haben wir dann nicht. Das Ganze wird immer mysteriöser. Das haben wir hier in der Wartungsleiche. Und zwar zwei Männer, sie tun beide hunderte Türen, vermutlich ein Button-Symbol. War mit bewaffnet, der andere wies auf der Hand ein weiterer Türen den Namen Rasko auf. Okay. Der Fahrer und der zweite Insasse der Wartungsstrom. Kam natürlich der Strom, das haben wir herausgefunden. Richtiger den Underground. Firmenname zu bergen. Okay. Finden Sie den Ort, von dem aus. Okay, wahrscheinlich haben wir auch noch irgendwas nicht mehr gefunden. Da oben irgendwas übersehen. Höher rauf geht's hier ja nicht. Da weint wohl ein Baby. Er hat auf jeden Fall hier gesessen. Von hier aus kann ich die Wartungskutsche gut sehen. Ja, das haben wir gemacht. Jetzt kann man mit Constable reden. Na, Gott sei Dank. Aber warum würde sowas jemand machen? Das ergibt doch keinen Sinn. Das sind wieder rivalisierende Banden und so Zeug. Das können wir natürlich auch vorstellen. Holmes, da sind Sie ja. Ich habe eine Theorie zu diesem Unfall. Schön, aber das hier war Mord. Was? Was? Dann sind Sie ein Mörder, was? Sie sind ja verrückt. Sind Sie sicher, Holmes? Ja, Mord und Unfall. Der Mörder hat das Chaos ausgelöst, indem er die Kutsche unter Strom gesetzt hat. Daher ist dieser Massenunfall nun unsere große Chance. Große Chance? Auf was denn, Holmes? Der Täter konnte das Ganze unmöglich vorhergesehen haben, richtig? Und dank des schnellen Eintreffens der Polizei könnte er sich noch hier aufhalten. Ich sehe fünf Männer, die in Frage kommen. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Okay. Karte. Fünf Verdächtige. Vielleicht der Unfreundliche. Oh, mein armes Bein. Der ist es auf jeden Fall nicht. Ah, wollte ich nicht.
Zinner bei der Wohnung. Nicht zuletzt mit einem Unfall, könnte ein gewöhnlicher Passant sein. Was ist mit dem da hinten? Aber da wartet er schon länger, ne? Ja. Na, bei der Wohnung. Fahrer der Karre. Also das ist sicher nicht. Nee, das glaube ich eher weniger. Kutschenfahrer. Wen haben wir hier? Nichts in der Wohnung. Ja, das muss nichts heißen. Er kann sich ja dabei hier hingelegt haben. So eine müssen wir noch ausfindig machen. Das sind nur Schaulustige. Schaulustige, ja. Vielleicht der da unten? Oder war ein Kutschenfahrer? Nee. Wir sind aber in der Wohnung. Ja, Unfall verletzt, okay. Wohnung, 10 Stunden geht raus und zu gehen. Oh nö, nicht sowas. Der Stuckelstil. Vielleicht hat er die Rolle in der Testing, aber es ist nur irgendwie, um das auf den Platz zu machen, um einen Verdacht zu bergen. Ich sage mal, der ist mal nicht verdächtig. Dann haben wir hier. Ich glaube hier auch. Das ist ein Kutscher. So, wer verdächtig sind eigentlich die zwei? Oder der? Kann ich den auch noch als verdächtig nehmen? Verdächtig. Nein, so lief das nicht ab. Und ihn dann nicht verdächtig? Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Okay. Das heißt, der ist auch nicht verdächtig. Und dann vielleicht doch der. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Ach, nein. Ja. Ich sollte mehr auf die Details achten. Vielleicht doch der Bauarbeiter. Verdächtig. Na los. Nein, so lief das nicht ab. Okay, es muss einer dieser zwei Kutschenfahrer gewesen sein. Nein. Ja, ich weiß schon. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Wobei, ich glaube, ja, der Bauer ist es kaum. Was ist hier mit dem Raser? Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Vielleicht doch der Bauer, aber das glaube ich nicht. Probier jetzt mal einfach alles durch. Nein. Auch nicht. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Hä? Ich hab doch alle. Wenn ich die zwei jetzt mal verdächtige. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Wenn ich den dritten auch noch dazu nehme. Fertig. Also einfach nur Verdächtige und Nicht-Verdächtige einzunehmen. Okay.
Constable, ich verdächtige hier drei Personen. Bringen Sie sie zum Verhör auf die Wache. Solange ich nicht mit leeren Händen da stehe, ist alles gut. Den Blick kenne ich. Was geht in Ihrem Kopf vor? Um die Kutsche in die Falle zu locken, musste der Täter genau wissen, auf welcher Route sie fuhr. Oder aber, die Kutsche ist nicht weit entfernt von hier losgefahren. Sogar in dieser Straße vielleicht. Erstaunlich. Holmes, es tut mir leid, aber ich muss ins Krankenhaus zu den Verletzten. Ich verstehe, Watson. Aber denken Sie daran, was ich gesagt habe. Über Kate. Oh. Ja, ja. Die Übergeschichte, das Spiel. Vom Spiel, die liebe Kate. Okay. Haben wir herausgefunden, jetzt dürfen wir, glaube ich, zur Polizeiwache. Auf dem Platz, befragen Sie mögliche Verdächtigen. Persönliche Gegenstände der Opfer. Verdächtigen. Finden Sie heraus. Okay, warte mal, ich gucke mal, woher die Wartungskutsche kommt. Ich glaube, das müssen wir hier erledigen. Das kann eigentlich hier eigentlich nur von der Richtung kommen. Das war das hier. Wobei hier kann ich auch nichts sehen. Mist. Okay, gucken wir mal zur Polizeiwache. Dann schauen wir mal, was die Herren da zu sagen haben. Nach den Hübschen da, warte mal, kein Notizbuch. Nein, Alter, bin ich gerade müde. Warum? Warum sollte jemand sowas machen? Ah, Mr. Holmes, es gibt ein kleines Problem. Oh oh. Was ist los? Einer der Verdächtigen, ein Mr. Reginald Butcher, ist geflohen. Nachdem wir ihn baten, seine Sachen in der Asservatenkammer abzulegen. Tut mir leid. Wie ist er entkommen? Er schlug mich ins Gesicht, überrumpelte mich. Ansonsten hätte ich... Klar, ist das alles? Bevor er hinausrannte, rief er noch, tut mir leid, ich komme zurück. Tut mir leid, ich komme zurück? Dafür musste er mir doch keine verpassen. Ist Inspektor Lestrade hier? Nein, er ist für ein paar Tage weg. Kann dieser Vorfall bitte unter uns bleiben? Aber klar. Okay, dann fangen wir mal die restlichen. Er kommt gleich wieder zurück. Warum haut er dann einen armen Polizisten in der rein? Gibt doch gar keinen Sinn. Was sagt der her? Schönen guten Tag, Mr. Holmes. Dankeschön. Der Arme. Auf Urlaub nehme ich mal an. So, hier können wir nichts machen. Hat der was zu sagen? Kann ich helfen, Mr. Holmes? Brauchen wir dann nicht. Okay, gucken wir mal, was die Personen hier haben. Drei Stockfächer haben wir. Ein Butcher. Folder. Geil, okay, dann gucken wir mal hier. Die Initialen MB. Okay. Was haben wir hier? Reginald Butcher steht auf Süßigkeiten. Das ist ein teurer, aber nicht neuer Stift. Okay, dann haben wir ein Bildchen. Ja, sehr geehrter Mr. Butcher, ihr wiederholtes Fehlen sowie die Tatsachen, dass Sie mit Ihren vorhandenen Arbeiten nicht rechtzeitig fertig werden, ist nicht mehr länger zu dulden. Sie sind verantwortlich für zahlreiche Fehler, die Ihre Mitarbeiter gezwungenermaßen korrigieren mussten. Natürlich tut uns Ihre momentane Situation leid, denn Sie waren früher stets ein beispielhafter Angestellter. Wir haben zwar großes Verständnis für Ihre privaten Probleme, aber falls Sie Ihre Arbeitsverhalten in naher Zukunft nicht ändern können, werden wir gezwungen sein, Ihre Anstellungsverhältnis zu beenden. Firmenleitung Underground Electricity Railway Company of London. Reginald Butcher hatte berufliche Probleme. Bei der Company, wo die Kutsche gestohlen wurde. Mr. Butcher. Wir haben hervorragende Neuigkeiten für Sie. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich in unser Krankenhaus, damit wir diese Angelegenheit zu einem erfreulichen Ende bringen können. PS, Ihr Zustand ist stabil. Dr. Matthew Smith, Great Ormada Hospital. Okay. Dieser Brief von gestern erklärt vielleicht, warum Butcher so in Eile war. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine exakte Adresse.